Komaki führt uns an der Nase herum. Hier wohnt er natürlich nicht. Das ist seine Lichtung. Hier wohne ich. Aber da drüben, da befindet sich der Eingang zu seiner geräumigen Zauberhöhle. Ich bin ja so neugierig. Lasst uns hineingehen. Hör mal, Hine. Was glaubst du, passiert, wenn du jetzt unangekündigt in die Höhle des mächtigsten Zauberers aller Zeiten gehst? Das geht natürlich nicht. Richtig. In seine Zauberhöhle darf nur der große Akahata selbst und ich als sein Diener. Nun, deswegen werdet ihr hier draußen warten, bis ich zurückkomme. Wenn ich zurückkomme. Was meinst du? Bayata, ich sollte das Geheimnis des Akahata mit meinem Leben schützen. Was glaubst du, was er denkt, wenn ich da jetzt mit euch vor seiner Höhle stehe? Oje, der Zauberer tut dir doch nichts. Werden wir sehen. Er wird dich bestrafen, das ist sicher. Das können wir nicht von dir verlangen. Geh nicht, Komaki. Und dafür ist es jetzt zu spät. Der Zauberer weiß längst, was sie zugetragen hat. Und wie ihr merkt, ist er nicht sonderlich erfreut darüber. Doch nun gehe ich. Ich wünsche euch viel Glück. Und verärgert mir Akahata nicht. Leb wohl, Freund Komaki. Wir werden deinen Namen und deine Tat auf einen großen Stein schreiben, dass Generationen an dich denken mögen. Dann wirst du unsterblich sein. Ich bin mir unsicher, ob das, was wir hier tun, richtig ist. Akahata liebt Bescheidenheit. Das war schon immer so. Woher willst du das wissen?